So, hier präsentieren wir jetzt wieder ein U218 mit den Winterdienstgeräten der Firma Bucher, Schneepflug und Streuer. Bei dem Fahrzeug möchte ich auf unser Führerhaus hinweisen. Das wurde von Mercedes-Benz Unimog extra für Sie als Anwender für Ihr Winterdienst- und Mäbegeräte eben konstruiert. Das ist unser Freisichtfahrerhaus, extrem tief gezogene Scheibe, kurzes Vorbaumaß, kurzer Vorbau. Und über dieses Fahrerhaus, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dieses gibt es nur bei Mercedes-Benz Unimog. Hier haben Sie die ideale Sicht, die beste Sicht auf Ihre Arbeitsgeräte. Egal welche es sind, von der Vorbaukehrmaschine bis zum Auslegemäher, von der linken wie von der rechten Sitzposition, hier sehen Sie auf das Geschehen, das vor Ihnen passiert. Zudem ist es kein Stahlfahrerhaus, ist also ein nicht rostendes Faserverbund-Werkstofffahrerhaus. Fahrerhaus kann nicht rosten, ist extrem leicht und sehr groß dimensioniert, sodass der Fahrer sich auch in der Kabine wohlfühlen kann auf all den Sitzen. Josef, Geräte. Danke, René. Ja, hier sehen wir, haben wir für euch mitgebracht, einen Calvario-Pflug aus unserer erfolgreichen Unix-Baureihe. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, hebt sich ein bisschen ab von den herkömmlichen, was man so kennt. Ja, war auch unser Ziel so. Was macht diesen Calvario-Pflug aus? Fangen wir mal von unten an. Da sehen wir die bereits drin vom Kollegen angesprochene Neoprenschürfleiste, die patentierte Neoprenschürfleiste aus dem Hause Bucher. Was hat die für Vorteile? Drin haben wir es ja schon gehört, extrem hohe Standzeiten, also auch weniger Wechselintervalle dadurch, logisch. Eine lautlose Flugarbeit oder fast lautlose Flugarbeit. Und in dem Fall jetzt beim Calvario-Flug, was man erkennen kann, die Schürfleiste ist komplett durchgängig. Es bleibt also im Mittelbereich vom Calvario-Flug kein Keil stehen oder man braucht nicht extra nochmal einen Verschleißklotz bei diesem Flug. Ja, dann gehen wir ein Stück weiter nach oben. Da sehen wir, dass der Flug Kunststoffschare hat. Ja, warum hat der Flug Kunststoffschare? Sie sind 4, 5, 6 Jahre im Einsatz im Schneeräumdienst. Den Lack scheuert es ab oder wetzt es ab, verschleißt. Entweder Sie müssen nachpinseln oder aber er fängt irgendwann das Rosten an. Logisch. So, das vermeidet man dadurch. Und zum nächsten haben wir einen besseren Auswurf, weil der Schnee besser abgleiten kann aus dem Kunststoff. Das war unser Ziel dadurch. So, die Stabilität bei diesem Flug haben wir in der hinteren Seite über einen sehr massiven Stahlrahmen erzeugt. Also ist jetzt nicht, dass der Flug ein Federgewicht oder irgendwas ist, sondern er ist massiv, er ist stabil und er ist einfach die neue Generation, sage ich mal so schön. Zu der Neoprenschürfleiste kann man bei diesem Flug optional erhältlich eine Stahlschürfleiste unterklappen. Brauche ich, wenn ich heute irgendwo in der Strecke Eisplatte habe oder festgefahrenen Schnee habe, zum aggressiv räumen. Die Schürfleiste kann man vom Fahrerhaus hydraulisch zuklappen, während der Fahrt manuell zuklappen und wieder zurückklappen. Abgesichert vor Hindernissen über 2 Membranspeicher. So, dann haben wir hier auf dem Flug aufgebaut eine sogenannte Komfortsteuerung. Das macht zum einen möglich, dass wir für diesen Flug nur 2 Hydraulikreise brauchen. Zum anderen einfach ein höherer Komfort für den Fahrer, dass wenn er synchron links-rechts oder synchron YV-Stellung schwenkt, dass er nur einen Hebel bedienen muss im Fahrerhaus drin. Kann man bequem über ein Bedienpult vorwählen und dann über das Steuergerät bedienen. Christian, würde ich dich mal bitten, dass wir die einzelnen Funktionen durchfahren. Ja, dann stellt sich die Frage, wo braucht man so einen Flug überhaupt? Der Flug ist ganz praktisch für innerorts, für Siedlungen, wenn man enge Straßen hat, enge Gassen, wo man sich zum einen ganz schmal machen kann oder zum anderen in Y-Stellung einen Schnee mitnehmen kann, einmal so ein kleines Stück. Dann kann man aber ganz bequem für Überland den Flug aus synchron links-rechts schwenken. So, jetzt sehen Sie die Synchron auf Y.
oder in Fahrstellung schwenken. Und Sie sehen, die Schürfleiste geht immer komplett mit durch. Also man hat keine Unterbrechung. So ist natürlich die Bitten, noch die Steuerschürfleiste unterzuklappen. So, jetzt sehen wir, wie unten die Steuerschürfleiste vortaucht. Und wie gesagt, es ist während der Fahrt haltbar. Christian, dann würde ich dich mal bitten, ein Stück rumzufahren. Danke. So. Machst du mal ein Tor bitte? Jawohl. So, jetzt haben wir ein Heck aufgebaut, ebenfalls ein Streuer aus der Yeti-Familie. Allerdings hier dieses Mal mit Feuchtsalztank seitlich, also der Streuer kann FS30. Und wie man hier erkennen kann, aufgebaut auf Kugelpunkten. Also in dem Fall kommt die Ladebrücke vom Unimog runter für den Winterdienst, wird im Trockenen im Gebäude eingeladen, lagert, somit auch wird nicht mit Salz im Winter eingesaut, wo sie dann korrodiert oder ähnliches. Und wird hier ganz bequem auf die Kugelpunkte, auf die Ladespinne vom Unimog der Streuer aufgesetzt. Über 4 Bolzen, Schrauben gesichert und somit ist eine saubere Ladungssicherung ebenfalls gewährleistet. Der zweite Vorteil von dieser Aufbauvariante, wir sparen uns halt nochmal die, je nachdem, 8-10 cm von der Ladebrücke, wo wir nochmal tiefer runterkommen. Kann man wieder schön sehen, die Spitze vom, die Spitze vom Streuer, vom Planendach, ragt gerade mal bis zu der unteren Heckscheibe. Somit ist wieder ein schöner niedriger Schwerpunkt und eine schöne Übersicht nach hinten gegeben. Ja, jetzt für die Kollegen, wo da drüben stehen, ein bisschen schwer einzusehen. Hier auf der linken Seite im Heck ist dann für diesen Streuer die sogenannte Feuchtsalzausrüstung, Feuchtsalzanlage angebaut. Hier über eine C-Kupplung wird die Sohle befüllt, werden die Tanks befüllt. Über den 3-Wege-Hahn werden dann die verschiedenen Arbeitsbereiche umgeschalten und über diese Sohlepumpe wird dann im Betrieb die Sohle zum Streutoller gepumpt. Über diesen Schlauch, sauber dosiert, sieht man hier im unteren Teil vom Streuschacht eine Düse. Über diese Düse wird die Sohle zum Streutoller gefördert und wird ein sogenannter Sohlevorhang erzeugt. Und durch diesen Sohlevorhang fällt dann das Streugut, also das Trockensalz. Und somit gewährleisten wir eine extrem hohe Benetzungsanteil vom Trockenstoff. Und wenn das sauber benetzt ist, bleibt es auch sauber da liegen, wo es hingehört, nämlich auf die Straße. Kann man dann einmal, wenn es interessiert, anschauen. Dann möchte ich unseren Gerätekasten mal an den Streuer zeigen. Sehr einfach zum Öffnen. Befinden sich dann die einzelnen Komponenten. Hier der Hydraulikblock. Alle Hydraulikblöcke sind bei uns an den Streuern serienmäßig mit einer sogenannten Nothandbedienung ausgestattet. Also sollte die Steuerung ausfallen, aus irgendeinem Grund, was auch immer, kann man hier manuell die Funktionen aufdrehen und kann man seinen Streuarbeit, seinen Streudienst fertig verrichten. Hier in der Mitte der Rechner, sauber Spritzwasser geschützt und hier die Klemmbox für die Elektrik, Spritzwasser geschützt, sauber in der Staubbox untergebracht und wie gesagt gegen Salz und Staub und Wasser geschützt. Ja, was haben wir noch an dem Streuer? Hier sehen wir die Streuschürze. Die Streuschürze wird serienmäßig mit einem sogenannten Kettengehänge ausgeliefert. Da wir universell die verschiedenen Fahrzeuge anpassen können. Optional gibt es für die Fahrzeuge eine feste Verbindung über diese Eisen, damit die Streuschürze sauber stabil bleibt und nicht pendelt oder die Lichter abschlägt oder sonstiges. Ja, dann wäre es von meiner Seite her soweit.